In diesem Gebäude zeichnet Judith Williams gerade eine Sendung auf. Peter Olsen und Alexander Klaus Stecher holen Judith im Studio ab und bringen sie zum Meeting. Worum es geht, wollen sie noch nicht verraten. Gleich geht's los. Judith Williams ist schon unterwegs. Ich muss jetzt noch meinen Drucker mit Druckmaterial füllen. Olli, bist du soweit? Direkt. Alles klar, perfekt. Viel Spaß. Hallo? Hallo. Grüße Sie. Hallo. Hallo. Michael Förster, hallo. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Bitte. Nehmen Sie Platz. Herzlich willkommen. Toll, dass Sie so kurzfristig sich Zeit genommen haben heute. Ich glaube, ich kann Ihnen eine revolutionäre Erfindung im Bereich der additiven Fertigungstechniken vorstellen. Also Sie haben einen Drucker entwickelt. Frau Williams, als Begrüßungsgeschenk habe ich für Sie die allererste Flasche Judith Williams Birne dabei. Als kleines Mitbringsel. Ja, es gibt so viele Produkte, die Frauen toll finden mit Judith Williams. Jetzt habe ich mal hier ein Produkt gemacht, was Männer toll finden. Einen Williams das Etikett können Sie mit Ihrem normalen Drucker zu Hause ausdrucken. Das ist also normal. Meine Williams Birne. Das drucken Sie mit einem Laserdrucker aus. Ich möchte Ihnen jetzt mal zeigen, was dieser Drucker jetzt hier damit machen kann. Der verändert eben die Papierstruktur und ich führe jetzt mal hier dieses Papier gerade ein. Das ist, glaube ich, ein Logo, was Sie auch verwenden. Ja. Und es fühlt sich haptisch an. Es sieht so aus. Es ist wirklich verblüffend. Es ist wirklich unfassbar. Was haben Sie davor reingesteckt? Papier. Das ist das Interessante. Etwas dickeres Papier. Ich will nur noch mal zeigen, einen Riesenmarkt zum Beispiel. Ein Riesenmarkt, den es dafür gibt, sind zum Beispiel Theaterkarten. Die haben ja so Sicherheitsmerkmale, Hologramme zum Beispiel. Also das ist das Ausgangspapier, etwas stärker. Ich habe das schon mal zurechtgeschnitten. Und da ist jetzt, das Entscheidende ist, noch kein Hologramm drauf. Normalerweise, wenn Sie das bei einem Ticketshop haben, haben Sie Blankopapier, wo die Hologramme schon drauf gedruckt sind. Und wir können jetzt eben, ich habe das vorbereitet mit einigen Konzertkarten. Also jetzt bin ich gespannt, wenn wir da Tickets machen können. Und jetzt eine Sekunde. So. Können Sie sich das mal anschauen? Das ist wirklich hier mit dem Hologramm hier drauf. Und das ist das Entscheidende, das kann keiner. Das kann keiner. Das ist ja irre. Das Entscheidende ist, es fehlt natürlich für dieses System noch eine App. Wir brauchen eine App, um das quasi zu legalisieren. Normalerweise haben Sie verschiedene Druckmaschinen. Sie haben verschiedene Druckmaschinen, das kennt man auch vom Druck von Geldscheinen. Das ist aber schon toll. Und vor allem in der Schnelligkeit. Man kann alles machen. Ich zeige Ihnen jetzt mal was, was bitte in diesem Raum hier bleibt, weil das eigentlich ein Test ist, nur ein Test. Ich will das mal hier gerade einführen, hier dieses Papier. Sie haben gesehen, das ist eine normale Papierstruktur. Das ist eine normale Papierstruktur, das ist nichts Besonderes. So. Es sind metallische Salze drin, da sind jetzt auch zum Beispiel auch Silber drin, es ist Kupfer drin. Und das ist jetzt. So, gucken Sie sich mal bitte das an. Gucken Sie sich bitte mal das an. Also das kann ja jetzt wohl nicht sein. Ja, das wird spannend. Deswegen brauchen wir die App. Weil das ist natürlich so nicht legal. Aber wenn wir eine App bekommen, dass man das quasi mit der Bank legalisieren kann. Das heißt, wir haben hier einen Bankomat zu Hause. Sie kriegen mit der App die Legalisierung und die Seriennummer und können sich ihren Schein ausdrucken. Ja, können Sie das mit deutschem Geld dann auch machen oder was? Kann der Euro machen? Mit allem. Euro ist schwieriger, weil da haben Sie natürlich Sicherheit. Ich habe es ausprobiert. Ich kann es. Wenn du das mal anfasst. Ja, ich kann es Ihnen zeigen. Ich habe alle Euronoten auch da. Und wir müssen die nachher vernichten, weil das ist natürlich absolut illegal. Das wäre ja der Wahnsinn. Und der App ist schon. Ah, scheiße, sorry. Der ist scheiße. Nee, ich muss noch mal machen. Das ist eine kleine fehlerhafte Einstellung. Das ist ja. Es tut mir leid, das ist ein Fehldruck. Das ist mit den Euroscheinen leider etwas komplizierter als mit den. Ich krieg noch einen echten hin. Der Markt für die Maschine ist weltweit. Der Markt für die Maschine ist weltweit. Was? Der Markt für die Maschine ist weltweit. Es gibt Probleme bei den Sicherheitsmerkmalen von Geldscheinen. Da kann ich gerade noch was zu sagen. Das kann man alles lösen. Die haben ja die höchsten Der ist jetzt richtig. Das ist jetzt was? Nee, das ist ein 20er. Der sieht von der Farbe leider ein bisschen komisch geworden. Nee. Ja, das gibt's jetzt nicht. Und das ist so ein Geldschein. Was? Ja. Da also das gibt's denn jetzt. Schieb mal durch. Ich soll das verschieben. Das mag. Mach ja, können Sie doch mal den Schild. Ja, genau, jetzt machen wir mal den da. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Kann man 500er damit auch machen? Ich habe für 500er habe ich kein Papier. Haben Sie einen 500er? Aber das nimmt ja kein mehr heute. Okay. Ich muss das Papier vorbereiten. Aber bitte nicht kaputt machen. Nein, ich brauche nur das Papier in der Größe, wenn Sie einen 500er haben wollen. Ich sehe nichts. Ja.
Also das wäre ja der totale Wahnsinn. Das heißt, man muss sich dann seinen Schein selber zuschneiden, oder was? Ja, das können Sie in jedem Laden bestellen. Mit jeder Schneidemaschine können Sie sich das Papier zurechtschneiden. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn ich so habe, kann ich auch die neuen Scheine drucken. Dann müssen wir nur diese Stanzdinger da einfügen. Das ist ja auch ein Grund, warum das geändert wurde. Weil es eben doch letztendlich leichter nachzumachen ist. Und jetzt machen wir doch mal einen Geldschein, einen 500er, da ist mal eine Unterschrift drauf. Sie wollen damit einen 500er. Aber wenn das in Serie geht, mit der Unterschrift, dann gibt es natürlich ein Problem, weil jede Firma kann sich ihre eigenen Geldscheine drucken. Das ist ja das Tolle. Nur mit der App. Nur mit der App. Wir brauchen die App. Ja, aber dann brauchen Sie ja Banken als Partner. Jeder Schein kriegt eine TAN-Nummer. Und diese TAN-Nummer, die mir freigeschaltet wird von der EZB, kann ich dann ausdrucken. Anstatt dass du zum Geldautomat gehst, genau so ist kriegst du dann die Erlaubnis, 10, 50 Euro Scheine zu drucken. Genau so ist es gedacht. Das ist jetzt Wahnsinn. Schau mal, Sie fühlen, da meine fühlen Sie bitte hier auch die Sicherheitsmerkmale. Du hast doch unterschrieben, aber der hat das wirklich gemacht. Das ist ein echtes Geld, bitte schaut etwas mal. Ich meine, der sagt, das ist ein 500er. Ja, ich glaub's nicht. Du, da haben wir das Taschengeld für die Kinder schnell drin. Nein, aber da braucht ihr keine Geldautomaten mehr. Nee, das verstehe ich. Das war jetzt nur ein kleiner Witz. Den können Sie behalten. Normalerweise, ich würde ihn jetzt zerschreddern. Ich dachte, ich dachte, behalten. Den darfst du nicht einstecken. Die Nummer werden dann auch jetzt angegeben. Ja, okay. Die Technik ist der Hammer. Ich meine, es ist natürlich echt das Problem. Das ist jetzt mal überlegen. Es ist halt illegal. Ja. Im Moment. Genau, und wenn die Griechen ein paar von den Druckern hätten, können sie auch nicht bleiben. Ja. Aber wir wollen natürlich auch nicht, dass wir Ärger kriegen, weil sie hat einen guten Leumund bis jetzt. Naja. Deswegen. Die Geldscheingeschichte hat sie schon mal geglaubt. Jetzt geben wir richtig Gas. Wir präsentieren Designer-Handtaschen zum Selberdrucken. Wir können alles reproduzieren. Stell mal vor, deine Handtaschen künftig aus der Kiste. Ja, bei deinem Dickmausi. Soll ich Ihnen so eine Tasche mal aussuchen? Soll ich das mal aussuchen? Machen Sie mal eine Tasche bitte da draus. Kann ich machen, das ist kein Problem. Das geht, das dauert einen kleinen Moment länger. Also für Sie brauchen wir ja mehr Zeit. Ein paar Augenblicke später ist das Luxus-Designer-Täschchen auch schon fertig. Und Tickets ist natürlich auch, aber... Genau, da ist das Modell von der Tasche. Das können Sie sich anschauen. Das hat jetzt etwas länger gedauert, aber es ist komplett fertig, mit Reißverschluss. Das hatte ich vorbereitet, ja. Nein. Ist ja wahr. Es ist wirklich wahr. Nein, auf gar nichts. Bevor sie gleich gar nichts mehr glaubt, schicken wir ganz schnell die Polizei rein. Was machen Sie hier? Wir machen hier eine Demonstration von einem 3D-Drucker. Also ich glaube, dass Sie wegen Urheberrechtsverletzung, Markenpiraterie und so dran sind, oder? Das soll nicht in den Markt. Alles, was hier ist, soll nur in diesem Raum bleiben. Wir haben Sie schon länger auf dem Visier. Wir haben Sie schon länger beobachtet, dass Sie so dreist sind und hier jetzt das auch noch... Naja, Sie sind vorläufig festgenommen. Gehen Sie mit meinem Kollegen. Was? Du, Streifenwagen schicken. Das soll nicht. Sie brauchen aber jetzt nichts zu sagen, Sie sind beschuldigt am Strafverfahren. Und wer sind Sie? Das ist meine Frau Judith Williams. 146 Strafgesetzbuch, schon mal gehört? Was? Geldfälschung? Das ist ein Pitch. Der Mann zeigt uns einen Drucker, die sind ja nicht im Umlauf. Der hat nur gezeigt, was der Drucker kann. Ist das kein Umlauf? Nein, das ist kein Umlauf. Also ich habe jetzt hier... Also wir wussten ja gar nicht, was... Nee, das erlauben wir Ihnen ja nicht. Das ist ja noch nicht die Leute gebracht. Der 146 Strafgesetzbuch sagt, wenn man als Bande fungiert... Also das hört aber auf. Naja, also über drei Personen haben wir hier. Dann müssen Sie mich festnehmen. Weil ja, wir nehmen Sie alle fest, oder? Oder wir geben Ihnen den 500er und Sie machen ja mal die Augen zu. Also Sie erhöhen ja Ihr Konto gerade. Respekt. Nee, also... Der Mann wollte uns vorführen, dass dieser Drucker das Unmögliche des Unmöglichen kann. Okay. Also das war das Einzige, was der da jetzt Und Sie wollen mir etwas sagen, Sie stecken da nicht mit drin, oder wie? Das hat er mir mitgebracht als Geschenk, einfach als Witz, weil ich Williams heiße, ja? Ich habe noch nie einen Schnaps in meinem ganzen Leben, habe noch keinen Schnaps getrunken. Ich habe noch nie einen Schnaps getrunken. Wen seine Unterschrift ist das? Seine Unterschrift. Das ist Ihre Unterschrift? Ja. Na, da haben wir doch die Bande, oder nicht? Sagen Sie mir noch mal, Sie haben damit nichts zu tun? Das ist doch nur, weil er wollte, dass ich einen Test mache, wo ich draufschreibe. Und er wollte ja nur zeigen, dass dieser Drucker diese... Herzlich willkommen bei einer besonderen Ausgabe von Verstehen Sie Spaß? Ja, ich habe es ja. Aber sehr schön, es war aber sehr schön. Ja. Ja.
Applaus.